Hallo liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. In meinem heutigen Video geht es um die Frage, was braucht man eigentlich, um selbst Pilze zu züchten? Die Frage zu beantworten ist natürlich nicht ganz einfach. Es gibt verschiedene Zuchtmethoden, jeder Pilz braucht was anderes. Aber ich zeige euch heute mal das Zubehör, mit dem ich angefangen habe, Pilze zu züchten. Als erstes braucht ihr natürlich einen Behälter, in dem die Pilze wachsen können. Das kann zum Beispiel so ein Glas sein. Ich empfehle gerne so einen Mikrofilterbeutel. Könnt ihr übrigens beides bei mir im Onlineshop auf fungino.de bestellen. Dann braucht ihr den Pilz an sich, entweder in Form von einer Sporenspritze oder einem Sporenabdruck. Substrat, in dem das Ganze wachsen kann. Das können Roggenkörner sein, das kann auch Stroh sein. Und meiner Meinung nach fast das wichtigste Zubehörteil, der gute Dampfkochtopf. Das war es jetzt eigentlich schon fast. Aber um wirklich halbwegs sauber und steril zu arbeiten, solltet ihr auf jeden Fall noch Gummihandschuhe tragen. Einen Mundschutz. Wenn ihr nicht so eine Frisur habt wie ich, dann empfehle ich auf jeden Fall so eine Kopfhaube. Ja. So. Genau. Und Desinfektionsmittel. Das ist euer ständiger Begleiter. Ohne das geht eigentlich fast gar nichts. Das war es dann eigentlich auch schon. Aber natürlich gibt es noch jede Menge weiteres Zubehör, das dir dabei hilft, noch effizienter Pilze zu züchten oder in der Pilzzucht noch sauberer zu arbeiten. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn du noch mehr über das Pilzezüchten erfahren willst, schau auf meiner Webseite fungino.de vorbei oder abonniere meinen Kanal. Am besten beides. Ich würde mich freuen. Bis bald.